So. Zucht. Damit zwei Pandas in Paarungsbereitschaft versetzt werden können, müssen sie sich mindestens 8 Bambusblöcke in einem Umkreis von 5 Blöcken von ihm befinden. Sobald diese Anforderung erfüllt ist, kann der Spieler sie mit Bambus füttern und sie werden sich paaren, um einen Babypanda zu erzeugen. Wenn es aber nicht genug Bambus gibt, schütteln beide Pandas kurz den Kopf. Kann ich die auch irgendwie... Nee, kann ich nicht. Moment mal, kann ich? Wenn ich mir jetzt einfach mal kurz hier irgendwo einen kleinen... einen kleinen Bambus irgendwo kaputt mache, wie den hier zum Beispiel. Einfach nur mal. So. Kommst du her? Der ist eingesperrt. Er würde gerne, aber er kann nicht. Au. Ich höre noch ein Skelett. Ein Wüstenzombie. Nicht nur einer. Wo ist die Höhle? Nette Höhle. Das hört sich nicht gut an. Oder ich laufe natürlich genau auf ihn zu. Ich möchte tatsächlich, Leute, ich möchte die Pandas. Ich würde die gerne mitnehmen. Aber die Reise hat gerade erst begonnen. Was mache ich denn jetzt? Vor allem, ich brauche einen zweiten. Da ist nur einer. Suchen wir mal einen zweiten. Vielleicht finden wir einen. Ich habe genau gesehen, dass der dich getroffen hätte. Ich glaube, ich habe ihn getroffen, oder? Nein. Ich höre einen Creeper. Aber ich sehe ihn nicht. Da ist er. Boah. Natürlich war hinter mir ein Baum. Ich bin rückwärts gegangen, Leute. Das hat nicht funktioniert. Lebt das Skelett noch? Also hier ist ein Dschungel, der in einen Bambusdschungel übergeht. Und er ist riesig. Und da ist der normale Dschungel. Sag mal, ist das, wofür ich es halte? Oh, unterirdische Höhle, Leute. Habe ich Kupfer gesehen. Wow! Wow! Wie geil ist das denn? Ich meine, brauchen wir nicht. Wir haben unsere Amethystfarm, aber cool. Das hat schon was, Leute.
Einfach nur damit es schön aussieht. Machen wir da hin. Einfach nur damit es schön aussieht, lasse ich hier die. Hat das kaputt gemacht? Keine Ahnung. Lasse ich das mal da. Cool. Das ist echt. Das hat was, Leute. Und es ist nur ein Block. Nur dieser eine Block, der gerade da hineinführt. Das ist sie aber. Und wie geil das gemacht ist. Hier war irgendwo Kupfer. Ich habe irgendwo Kupfer gesehen. Das würde ich gerne tatsächlich gerne mitnehmen. Da ist es. Das war's mit Kupfer. 52. Ja, geil. Einfach nur, weil ich. Eigentlich wollte ich hier woanders hin, Leute. Und dann habe ich zufällig diese Unterwasserhöhle gesehen und dachte mir, ach komm, schwimm da mal rein. Und jetzt geht es noch weiter. Hier ist. Oh, Magma-Blöcke. Oh, noch mehr Kupfer. Und Lapislazuli. Das nehmen wir mit, Leute. Also das ist definitiv ein neueres Gebiet. Auch Lapislazuli nehme ich mit. So, jetzt habe ich dann. Jetzt habe ich keine Luft mehr. Au. Also ich finde, das hat sich schon gelohnt, Leute. Wieder ein paar Ressourcen gesammelt, Pandas gefunden, ein neues Biom entdeckt. Super. Aber wie gesagt, die Magma-Blöcke würde ich mal sein lassen. Okay. Im Detail habe ich mich jetzt nicht umgesehen, aber so grob, glaube ich, ist jetzt erstmal... Oh, Moment mal. Da wäre doch überall Kohle. Ach, das lassen wir, Leute. Ich habe mir jetzt mehr als genug und ich möchte nicht nur Kupfer mitnehmen. Vielleicht komme ich irgendwann nochmal hierher. Schade, hier gibt es keine Überraschung. Vielleicht komme ich irgendwann nochmal hierher und dann kann ich das auch alles abbauen. Und dann kann ich vielleicht auch endlich mal die andere Spitzhacke benutzen. Da gehört eigentlich... Nur mal Reparatur drauf und dann könnten wir sie wieder öfters benutzen. Aber Todo hat uns einfach bisher keine neue Ausrüstung mehr gesagt, dass wir machen sollen. So, wo wollte ich hin? Ich glaube, dort hoch wollte ich, oder? Ich bin in einem komplett anderen Bereich. Ich glaube, hier hinten war das, wo ich eigentlich hin wollte. Moment mal, das, plötzlich sind wir in einem Schwarzeichenwald. Das ist... Wow. Schwarzeichenwald, Dschungel, Bambusdschungel. Wo ist jetzt das, wo ich eigentlich hin wollte? Thank you.
Ich dachte nämlich, ich hätte einen Dschungeltempel gesehen. Aber jetzt finde ich nichts mehr. Gibt es auch gar keine anderen Pandas? Ah, das war's. Da wollte ich hoch. Und da ist, genau, da bin ich dann rein. Nein, es war nur eine Birke. Und direkt dahinter ist der Schwarzeichenwald. Kein Dschungeltempel. Schade. Okay. Hier war irgendwo der Panda. Oh, ein Papagei. Mist, was war es nochmal, was die Papageien wollen? Mit Samen. Wurdest du jetzt auch mit dem Schwert? Ich nehme mal drei. Drei. Ja, er gehört uns. Komm mal bitte wieder hier runter. Nein, du gehörst doch mir. Okay. Hier. Ja. Da ist der Panda. Okay, er folgt mir hoffentlich. Wir bringen ihn mal. Leute, wir bringen die Tiere jetzt alle in das Dorf, in ein Haus. Ja, er folgt mir. So. Dann müssten wir nämlich später, wenn wir die Tiere holen wollen, nur wieder zu diesem Dorf zurück. Ich muss mir das dann halt aufschreiben. Ja, wieso eigentlich? Nein, nein, nicht hier. Ja, das ist ein guter Platz. Bleib hier. Ich komme dich später holen. So, als nächstes holen wir uns den Panda, Leute. Wir entsperren ihn und versuchen ihn
zurück ins Dorf zu bringen. So, das sollte eigentlich schon gereicht haben, dass er jetzt frei ist. Oder auch nicht? Jetzt ist er definitiv frei. Ziemlich langsam, aber egal. Oh, ich bin zu weit weg. Bambus haben wir genügend zu Hause. Könnte ein bisschen dauern. Vielleicht sperre ich ihn nochmal ein und suche mir erstmal einen anderen Panda und bringe den anderen Panda hierher. Ich glaube, das mache ich. Dort in der Wüste. Die sind wirklich langsam, Leute. Der ist halt sofort gewachsen. Das scheint nicht zu funktionieren, Leute. Das wächst zu langsam. Ich nehme Blöcke her. Okay. So, wir nehmen Blöcke her. Und zwar einfach Holzblöcke. So, keine Ahnung, ob das reicht. Sicherheitshalber, damit er vor Baby-Zombies zumindest ein bisschen Schutz hat, machen wir hier zu. Machen wir ganz zu. Aha. So, mal sehen, welche Angebote hast du denn? Rote Tuppe brauchen wir nicht. Gewalkoranblock hätte ich gerne, Leute. Orange Tuppe nicht. Roter Sand hätte ich auch gerne. Der ist so weit weg und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo er ist.
Blaue Orchidee bräuchten wir jetzt nicht. Blau Eis auch nicht. Aber roter Sand und Geweihkorallenblock hätte ich ziemlich gerne. Und ich habe Smaragde. Dann könnten wir eigentlich auch gleich ein bisschen aufräumen hier. Gut, die brauche ich tatsächlich noch. Hin. Sehr schön, danke. So. Wenn ich die aber auch wieder abbauen kann, brauche ich tatsächlich jetzt die hier. So, der Panda ist eingesperrt, Leute. Suchen wir uns einen neuen Panda. Wir brauchen mindestens zwei. Und dieser Bambusdschungel scheint riesig. Ist das Ende des Dschungels?